So, das ist die letzte Seite, die ich für euch pinsle. Das nächste Mal fotografieren wir Mädchen oben rum. Es geht schneller, dann haben wir ihre Augen, meine Freunde. Zeig mal. Oh, prima geworden. So Leute, wir müssen anfangen. In den Kram wieder weg. Bist du verrückt? Das ist die Lösung des Kreuzworträtsels. Machst du eben Kreuzworträtsel ohne Lösung. Also, auf den Seiten 1 und 2 bringen wir den Waren fest. Die Hupe prüft Süßigkeitsleben. Spinnst du? Auf Seite 1 kommt mein Leitartikel. Schüler Milchverwaltung oder Schüler Mitverwaltung? Überleg doch mal, wenn nur Leitartikel hätten, höchstens 4 bis 5 Figuren. Aber für Süßigkeiten interessieren sich alle. Typisch Fritz. Erst das Fressen und dann die Moral. Ja, und dann der wohltemperierte Blattfuß. Streiflichter vom letzten Schulausflug. Draußen bleiben, hier wird gearbeitet. Tut mir leid. Oh, Entschuldigung, du wusstest nicht. Macht nichts. Wenn ich arbeite, dann lasse ich mich auch nicht ganz stören. Aha, Sie bereiten das neue Heft vor. Morgen Abend wird angedruckt. Schüler Milchverwaltung oder Schüler Mitverwaltung? Na, da kann man sich ja was gefasst machen. Ja, warum ich hier eingedrungen bin. Bitte setzen Sie sich doch in die Welt. Danke. Ich will nicht lange drum herum reden. Nein, danke schön. Wir müssen Ihnen wohl Ihr Redaktionszimmer kündigen. Wie meinen Sie das? Tja, Sie werden leider ausziehen müssen. Die Schule braucht den Raum. Als Ersatz schlage ich Ihnen das Landkartenzimmer vor. Das Landkartenzimmer? Das ist doch so klein, wenn man da mit 3 Leuten rein muss, einer unter dem Tisch sitzen. Tut mir leid, wir haben Raumnot. Nein, wenn wir hier schon ausziehen müssen, suchen wir uns unseren Raum selbst. Und wenn Sie uns auf die Straße setzen, die Hupe wird weiter erscheinen. Sie wird weiterhin die Wahrheit sagen, die Wahrheit über die Eltern und die Wahrheit über die Schule. Und unsere Leser bitten wir uns, die Treue zu halten. Dazu gehört auch das pünktliche Bezahlen des Abonnements. Wir sind auf jeden Pfennig angewiesen. Bitte? Machst du Schularbeit? Es gibt wichtigere Dinge, im Moment jedenfalls. Was willst du? Ich habe mit dir zu reden. Bitte? In der Angelegenheit Redaktionszimmer habt ihr euren Gefühlen freien Lauf gelassen. Es wäre aber besser gewesen, wenn ihr ein bisschen nachgedacht hättet. Und worüber? Über die Lage an unserer Schule. Wir arbeiten doch unter Bedingungen, die an der Grenze des Zumutbaren liegen. Das dürfte euch bekannt sein. Die Klassen sind überfüllt, in der Oberstufe fehlen Chemie- und Physiklehrer und an den meisten Schulen sieht es nicht anders aus. Warum protestiert ihr nicht dagegen? Rennt doch den Volksvertreter in die Bude ein. Lehrer sind Beamte und Beamten sind nun einmal Mäßigung und Zurückhaltung auferlegt. Na dann, gute Nacht. Ja, gute Nacht für uns alle. Wir haben vor ein paar Tagen einen vertraulichen Bericht bekommen. Ich werde jetzt daraus ein paar Zahlen nennen. Du wirst sie selbstverständlich für dich behalten. Ich weiß, dass ich mich auf deine Verschwiegenheit verlassen kann. Schulen und Universitäten genügen schon längst nicht mehr den Anforderungen, die die Fortschritt und Technik an die stetig wachsenden Bedürfnisse eines Industriestaates stellen. Naja, das wär's. Der Rest ist eine Wanderpredigt. Kannst du in jeder Zeitung nachlesen. Aber das andere reicht. Wenn es stimmt, was der Staatssekretär dem direkt am Telefon gesagt haben soll. Wie hast du die Ansprache überhaupt auf Band gekriegt? Ganz zufällig. Ich habe vergessen, die Kiste abzustellen. Wisst ihr was? Wir bringen die Sache in die neue Hupe. Wir schmeißen dafür den wohltemperierten Blattfuß raus. Unmöglich. Die Sache ist streng vertraulich. Blödsinn. Ja, aber dann können wir doch endlich mal zeigen, wie katastrophal unser Schulsystem ist. Ja, das ist ein Knüller.
Hört mal zu, wenn euch einer unter dem Siegel der Verschwiegenheit etwas anvertraut, dann... Na und? Seit wann nimmst du denn deinen Vater so wichtig? Keine Rücksichten gegen die Pläne, hast du das selber einmal gesagt? Oder bist du plötzlich anderer Ansicht? Eigentlich nicht. Die Lehrer machen leicht mal aus so einer Sache ein Geheimnis. Beruhigen dich. Immer wieder eine verdammt schwierige Situation. Ein Skandal! Ich gestalte hier eine Herausforderung an die Schule, eine Verhöhnung der Lehrerschaft. Das Zahlenmaterial stammt offensichtlich aus dem Professorengutachten. Aber wie soll denn das Gutachten in die Hände unserer Schreiberlinge geraten sein? Wenn ich richtig informiert bin, besitzt unsere Schule ein einziges Exemplar. Diese Burschen arbeiten mit allen Mitteln. Ihr Endziel ist die Zertrümmerung unseres Schulsystems. Ich finde, wir sollten keine Affäre aus der Sache machen. Das Gutachten ist doch kein Staatsgeheimnis. Verantwortung muss ihm vom Ministerium zugeschickt. Vielleicht hat der Wortlaut des Telefonats mit dem Staatssekretär, Herr Kollege? Es handelt sich um eine Affäre, Herr Kollege Bühler, und um eine äußerst traurige sogar. Ich habe einem Schüler vertrauliche Mitteilungen gemacht. Ich habe das natürlich nur unter der Voraussetzung absoluter Verschwiegenheit getan. Ich bin auf das Allerbitterste enttäuscht worden. Und um welchen Schüler handelt es sich, wenn man fragen darf? Um meinen Sohn. Finden Sie nicht, dass Sie daraus gewisse Konsequenzen ziehen sollten? Ich meine für Ihre Person, Herr Kollege Hellberg. Wir machen keine Kaffeetantenzeitung. Wir machen eine Zeitung, die für Freiheit und Fortschritt eintritt. Ihr macht eine Zeitung, die sich über die primitivsten Regeln menschlichen Anstands hinwegsetzt. Na und? Die alten Satoren fähig, etwas zu unternehmen. Das hast du selber zugegeben. Ihr habt Mäßigung und Zurückhaltung zu üben. Und da müssen wir eben für euch auf die Barrikaden gehen. Barrikaden? Barrikaden haben noch nie etwas Gutes eingebracht. Ebenso wenig wie Hass und Fanatismus. Das musst du vielleicht auch nochmal lernen. Ihr habt doch immer dieselben Sprüche auf Lager. Sei doch mal ehrlich, sind unsere Schulen vielleicht in Ordnung oder sind sie beschissen? Ich könnte dir darauf eine Antwort geben, aber da ich nicht sicher bin, dass diese meine Antwort in der nächsten Nummer der Hupe abgedruckt erscheint, ziehe ich lieber vor zu schweigen. Ja. Ja, ihr schweigt immer. Ihr zieht den Kopf ein und sagt zu allem ja. Aber wir wollen eine Schule, in der endlich Offenheit herrscht. Gehört ein Vertrauensbruch auch zu der von dir eben zitierten Offenheit? Im Kampf gegen das Alte sind alle Mittel erlaubt. Ach so. So hochinteressant. Jetzt wissen wir endlich, woran wir sind. Ich danke dir für deine Offenheit. Aber du bist dir hoffentlich darüber im Klaren, wenn euch alle Mittel erlaubt sind, dann brauchen auch wir uns keine Zurückhaltung mehr aufzuerlegen. Wie meinst du das? Im Kampf gegen die Hupe sind dann also auch alle Mittel erlaubt. Ulrike! Wie ist denn das für euch zu Hause zwischen dir und deinem Vater? Alltags gehen wir uns mit Erfolg aus dem Weg. Immer am Sonntag meint er manchmal, dass du was in meiner Erziehung tun müsst und brüllt mich an. Leute, ich hätte verlangt, dass ich mir die Haare schneide, sonst würde er mich rausschmeißen. Und? Man schießt dir doch, die Haare sind dran und zu Hause wollte ich auch noch. Leute, eine einzige Katastrophe, wir können es zum Strick nehmen. Ja, vielleicht ein bisschen später, wir sind gerade beim Frühstück. Sie sagt es ernst, sie hat uns den Geldhahn abgetrieben. Wer? Die Pauker? Ach, die haben wir mit überhaupt nichts zu tun. Städtische Kur- und Badeverwaltung. Was wollen denn die? Im Zuge allgemeiner Einsparungsmaßnahmen sehen wir uns gezwungen, unsere regelmäßigen Anzeigenaufträge für die Schlosskonzerte und den Minigolfplatz zu kündigen. Was soll das heißen? Da sind die beiden Anzeigen los, das hörst du doch. Keine Nachrichten, sollte sich in absehbarer Zeit eine neue Lage ergeben, werden wir wieder auf sie zukommen. Wir bedauern sehr, bitten aber auch für unsere Lage Verständnis. Was machen wir jetzt? Die beiden Seiten waren unsere dicksten Einnahmequellen. Der Traum ist aus, wir können einpacken. So schnell geben wir nicht auf. Wir kapitulieren doch nicht wegen 100 Mark. Du irrst, das sind über 300. Und das sind ein Drittel ihrer Einnahmen. Ja. Ohne die Anzeigen sind wir völlig aufgeschmissen. Wir haben genau nachgerechnet. Jede Ausgabe kostet uns 960 Mark. Papier, Druck und so weiter. Hm. Haben Sie mal an Preiserhöhungen gedacht? Sowas ist nicht beliebt, das weiß ich, aber... Nein. Bisher haben wir 50 Pfennig fürs Heft verlangt und das war den meisten schon zu viel.
Wir haben gedacht, das ist vielleicht die Schule. Ich meine, Sie haben eine Menge Ausgaben und da dürften noch 300 Mark nicht allzu viel sein. Naja, es soll ja auch nicht für immer sein. Es ist nur so lange, bis wir eine neue Quelle haben. Naja, ganz abgesehen von dieser letzten Nummer, in der Sie ja hauptsächlich Herrn Dr. Hellberg, aber auch mich in größte Verlegenheit gebracht haben. Sie haben Ihrer Schule immer anständig das Fell gezaust. Und jetzt soll sie ihm Geld geben, damit Sie sie weiterzausen können. Tja, wir haben unseren Etat. Das ist jeder Pfennig festgelegt. Für Tafelkreide, für neue Bänke, was weiß ich. Abzweigen können wir dann nicht. Schade, Sie wären der Einzige gewesen, der uns hätte helfen können. Ich muss an mein Geschäft denken. Tut mir leid. Da drüben steht ein Papierfertiger. Eine alte Handnudel, die könnt ihr gebrauchen. Stunde 10 Mark. Auf dem Papierfertigungsapparat kann man Flugblätter herstellen, aber doch keine vernünftige Zeitung. Ja, mehr kann ich für euch nicht tun. Schade. Schönen Dank auf jeden Fall. Wiedersehen. Nichts zu danken. Moment mal noch. Warum hat man denn bei euch die Anzeigen gestrichen? Muss doch einen Grund haben. Na, weil sie sparen müssen. Bei den anderen sparen sie doch nicht. Morgen druck ich die Zeitung für die Mädchenschule. Die Pausenglocke. Übermorgen ist die Vereinszeitung der Fußballer dran. Ja, und den beiden stehen Anzeigen der Kurverwaltung. Wissen Sie das ganz genau? Wir sind denen zu fortschrittlich, ist doch ganz klar. Und jetzt wollen Sie es auf diese Weise fertig machen. Diese Knallköpfe. Naja, wenn wir unsere Lehrer gestreichelt hätten, wie dieses Blättchen da vom Mädchengymnasium, dann hätten wir unsere Annoncen behalten. Wenn du von Geldgebern abhängig bist, dann brauchst du nur Piep zu sagen. Schon rennen sie dir die Luft ab. Die meisten Zeitungen sind ja von Geldgebern abhängig. Deswegen sind sie auch so brav. Und uns natürlich diese Schweine, was von Preiserhöhung. Ich würde es trotz allem, was vorgefallen ist, fast bedauern, wenn wir künftig auf unsere Zeitung verzichten müssen. Erstens ist das Zeitung machen sehr lehrreich. Und zweitens braucht unsere Schule ein Organ, in dem ihre Wünsche und Sorgen zur Sprache kommen. Aber wenn das nötige Kleingeld fehlt? Ja, ja, darüber wollte ich mit Ihnen reden. In die Kurven- und Badeverwaltung ist wohl nicht das einzige Unternehmen in dieser Stadt, das Anzeigenaufträge vergibt. Ich glaube, wir haben Schüler, deren Väter Geschäfte und Handwerksbetriebe besitzen. Ich werde auf der nächsten Elternversammlung mal diese Sorgen vortragen. Die große Anzeigenseite kostet 160 Mark, ohne Mehrwertsteuer. Danke. Ja, und noch etwas. Manus manum lavat. Wir wissen, dass eine Hand die andere wäscht. Aber wenn wir das fehlende Geld zusammenbekommen, dann müssen wir unseren Geldgebern schon eine Zeitung bieten, die ihnen ein bisschen Freude bereitet. Ich meine, ich persönlich habe nichts gegen Kritik. Ich schätze den frischen, offenen Ton unserer jungen Leute, aber vielleicht sollten wir doch in Zukunft etwas mehr das Gemeinsame betonen und etwas weniger das Trennende hervorheben. Sie verstehen, was ich meine. Ich verstehe sehr gut. Ja, sprechen Sie mal mit Ihren Freunden, nehmen Sie sich jeden Einzelnen vor. Vielleicht gelingt uns ein neuer, verbindender Anfang. So, du hast etwas Wichtiges vergessen. Du hast den Punkt auf dem I. Na, den kannst du haben. So. So, fertig. Das haben sich diese Rattenfänger ja fein ausgedacht. Das Gemeinsame betonen. Das heißt, alle Ungerechtigkeiten verschweigen und alle Schikanen. Ein richtig bonbongefärbtes Erbauungsblatt machen. Das werden die niemals erleben. Mhm. Wo bleibt ihr denn eigentlich? Wir haben schon dutzendmal hier Lein drauf gepinselt. Dann gönn dein Pinsel mal ein bisschen Ruhe. Wir haben mit dem Anzeigenkunden verhandelt. Mit dem was? Mein Vater hat eine alte Seite bestellt. Wenn der Penela durstig wird, dann wandert er zu Mühlenberg. Sag mal, ist dir noch zu helfen? Und hör mal zu, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir bleiben hart, dann ist die Hupe im Eimer. Oder aber wir stecken Zahlen zurück, dann können wir vielleicht was retten. Was ist uns die besten Ideen, wenn wir keine Zeitung haben, um sie unters Volk zu bringen? Haben Sie die Sache genau überlegt, kannst du glauben. Seid ihr etwa alle der Meinung? Ja. Es ist das Vernünftigste. Aber das ist doch falsch. Ihr könnt doch nicht einfach eure Meinung für ein paar Anzeigengroschen verschachern. Andere Zeitungen müssen das auch tun. Nee, ohne mich. Ich habe einmal was gegen meine Überzeugung getan, damals beim Wahlkampf. Da habe ich einen Lobesartikel auf die Schule geschrieben, nur um ein paar Groschen in die Kasse zu kriegen. Nee. Nie wieder. Wir pinseln unseren Protest lieber auf Straßenpflaster. Verkaufen tun wir uns nicht. Lieber tot als Sklave. Tapfer, tapfer.
Hauptsache, dass euch das Geld für die Farbe nicht ausgeht. Wenn du uns weiterhin mit Freibier versorgst, dann kann uns gar nichts passieren. Was euch fehlt, sind keine Biere, sondern gute Ratschläge. Und die könnt ihr jede Menge haben. Du bist doch eine alte Schmeißfliege. Erzähl doch jedem, was er hören will. Ich bin am Umsatz beteiligt, das verdirbt den Charakter. Aha. Sag mal, sind dir eigentlich schon mal diese Typen von der Kur- und Badeverwaltung über den Weg gelaufen? Ja, die kommen neben dieser Umkehrung her. Sehr nette Opas und sehr flotte Trinkbilder. Man müsste diesen Herren mal ein Liebesgabenpäckchen schicken. Aber mit Molotow-Cocktails. Da muss sich Charlie aber sehr wundern. Glaubt ihr denn im Ernst, dass euch die Opas die Suppe eingebrockt haben? Die haben uns auf den Kündigungsbrief geschrieben. Da sollen sie sich ganz alleine ausgedacht haben? Ach, du meinst, die haben von dort vorher einen Tipp bekommen? Dein Gehirn arbeitet wie ein Computer. Die Opas annoncieren in mindestens 20 Blättchen. Glaubst du, dass sie die alle einzeln durchlesen? Wie seid ihr sonst solche Strategen? Es muss irgendeinen Typ geben, der eure Zeitung nicht macht. Unser Lehrer. Und wenn es ein Lehrer, dann weiß ich auch ganz genau, welcher. Wie spät ist es denn? Kurz nach vier. Hat ihn noch nicht zu Hause? Steht noch in erbarmungslosen Schuleinsatz. Jetzt nimm dich mal ein bisschen zusammen, ja? Mach ich. Sag mal, hast du eine Ahnung, in welcher Beziehung er zur Kur- und Badeverwaltung steht? Ich hab ein paar Mal Vorträge da gehalten. Warum? Interessiert dich das? Welche? Ich meine, wer die Leute da kennt, dann wird er ja irgendwann einmal mit ihnen privat geplaudert haben. Kann sein, erzählt er mir nicht. Na, sowas Rühmes wird dabei auch nicht herausgekommen sein. Sag mal, was sollen denn diese Andeutungen? Jemand hat diese Kur- und Badeopas gegen uns aufgehetzt. Jemand, der uns erledigen wollte. Und das soll dein Vater gewesen sein? Wir haben ihn wie einen Pflasterstein im Magen gelegt. Und das nicht erst seit gestern. Dein Vater würde niemals etwas Unaufrichtiges und Hinterhältiges tun. So gut müsstest du ihn eigentlich kennen. Ja, aber er hat noch eine Rechnung mit uns zu begleichen. Und ganz speziell mit mir. Konrad! Ist was? Komm bitte in mein Zimmer. Tu mir den Gefallen und halte dich zurück. Keine Angst. Kannst dich setzen? Danke. Du interessierst dich für meine Beziehung zur Bad- und Kurverwaltung? Ich bin in einigen Fällen als Berater der Schulbehörde tätig gewesen, unter anderem auch in der Frage des Anzeigenentzugs. Das war mir klar. Ich habe in einem vertraulichen Gespräch den Herrn meine Auffassung über die radikalen und zersetzenden Tendenzen eures Blättchens vorgetragen. Die Herren haben sich meiner Auffassung voll und ganz angeschlossen. Sie sind eben genauso reaktionär wie du. Mein lieber Konrad, wenn man so jung ist wie du, da möchte man immer die Welt von Grund auf verändern. Aber wenn jemand erst einmal Verantwortung trägt, dann erkennt man, dass es immerhin einiges gibt, das zu erhalten sich lohnt. Hör doch mit diesen Sprüchen auf. Du wolltest unsere Zeitung kaputt machen und wie du das getan hast. Das war ebenso gemein wie hinterhältig. Das ist deine Meinung. Du erinnerst dich doch an deine Worte. In unserem Kampf sind alle Mittel erlaubt. Herr Direktor? Ja? Können wir Sie im Moment sprechen? Ja, wenn es wirklich nur ein Moment ist. Nächste Woche geht unsere neue Nummer in Druck. Wir wollten Sie bitten, vorher noch einen Artikel zu lesen. So, muss ich auf meine alten Schultage noch im Zensor spielen. Worum geht's denn? Um einen Skandal. Noch einen? Wir können nicht schweigen. Ein Intrigant verrät die Hupe zu einer guten Beziehung zu dem Herrn und so weiter und so weiter.
Bin schon lange ein Dorn im Auge, hat selber offen zugegeben. Ja, danke. Die Angelegenheit ist mir bekannt. Der Dr. Hellberg hat mich in aller Offenheit darüber unterrichtet. Ich habe für Ihre Empörung ein gewisses Verständnis, aber Sie müssen mir schon glauben, Dr. Hellberg hat sich von einem Gefühl der Sorge und der Verantwortung leiten lassen. Dr. Hellberg hat es angeschlagen. Er wollte uns fertig machen. Darüber müssen wir berichten. Als Sie neulich bei mir saßen, da waren wir uns darüber einig, dass wir einen neuen Anfang versuchen wollten. Aber damals haben wir ja noch gar nicht gewusst, wie der Brief von der Kurverwaltung zustande kam. Und wenn Sie jetzt den Fall mit allen Einzelheiten veröffentlichen, stehen wir wieder vor dem alten Problem, Schüler gegen Lehrer, Zeitung gegen Schule. Es gibt Dinge, die man nicht verschweigen kann. Sonst wird das ganze Zeitungsmachen sinnlos. Also ich bin nicht der Meinung, dass diese dumme Anzeigengeschichte dazugehört. Lassen Sie mich jetzt offen sagen, bis hierher ist die Schule mitgegangen. Aber von jetzt an keinen Schritt weiter. Und Sie werden selber vernünftig genug sein, einzusehen, dass Sie mit dieser Veröffentlichung auch Ihre mühsam erworbenen neuen Anzeigenkunden, das ist gleichbedeutend mit der Existenzgrundlage Ihres Blattes, verlieren werden. Wenn der Penela durstig wird, dann wandert er zu Mühlenburg. Ach, ja. Zierfische sind für den Hundesportartikel das große Spezialgeschäft am Holzmarkt. Ach, 1, 2, 3, die Tanzschule mit Niveau für Überschüler stark herabgesetzte Preise. Seit 75 Jahren spielbaren Weihnachtsbaumschmuck Feuerwerksartikel. Summa summarum. Und 84 Mal gemeinsam. Die Pleite ist gut da. Das ist unsere Chance. Die großen Geldgeber haben sich verkrümmt und auf die kleinen Pfeifen gehen. Die Brücken zu den Lehrkräften sind abgebrochen. Von jetzt an brauchen wir es von keinem mehr rein bilden zu lassen. Wir sind von nichts und niemandem mehr abhängig. Du bist tot. Tja, und was machen wir nun? Wir machen eine neue. Ja, und Nudeln. Also die Buchstaben stehen wie Fliegen beide in einer Reihe. Einer erfüllt als der andere. Und was passiert? Ha, schmirgelt es dagegen chinesische Seide. Ja, aber was drin steht, ist klasse. Wie viele Seiten sollten das Blättchen haben? 6. Das ist nicht viel. Unser Lehrern wird reichen. Wollen Sie wissen, wer der Intrigant ist, der die Hupe verraten hat? Hier steht's drin. Und interessieren sich für die Schikane eines Lateinlehrers? Auch. Hier, können Sie es lesen. Seht mal an, man braucht euch bloß zu sagen, dass ihr für 10 Mark die Nudelmaschine benutzen dürft. Und was kommt dabei heraus? Ein unverschämter Muskelkater. Die neue Hupe ist da. Die neue Hupe ist da. Heute zum ersten Mal. Ein Zeitschrift ohne Anzeigen. Mit der sensationellen Enthüllung Herrn Biedermann die Maske vom Gesicht. Das kritische, fortschrittliche, unabhängige Schülermagazin. Die neue Hupe. So gut wie nie, so scharf wie nie. Was kostet sie denn? Wie viel eine Packung Kaugummi? 20 Pfennige. Das sind ja gar keine Bilder drin. Dafür bist du in Bilder, wenn du sie gelesen hast. Richtig, die neue Hupe. Die neue Hupe. Ja. Der Lehrer gibt einen Freihändler. Oh, da müssen Sie nicht dran gewöhnen. Für Eltern auch schon mal großzügig. Die neue Hupe? Tja, und auch das geht nicht. Die Entwicklung hat uns überrollt. Was können wir da noch tun? Da kann man nur noch eins tun. Lesen, Herr Kollege. Die Hupe, die Hupe, die Hupe, die Hupe.